Okay. Komm zu glauben, aber bei diesen Säulen ist es wärmer als in meinem Haus. Aha. Muss ich wirklich zurück ins Pokémon Center? Es ist zu kalt dort drin. Das ist mir egal, wenn Pokémon benötigen einen Aufenthalt in deinem Heilgerät. Bloß Bewegung. Okay, diese Form von diesen Heizsäulen ist anders. Habe ich keine Heizung hier in diesem Ort? Ich habe gehört, dass es versteckt im Frostbeinpfad eine legendäre Pokémon gibt. Okay, ist der so? Pokémon heilen. Wieder topfit. Okay, erkunden wir mal die Stadt. Keine Zuhause. Allein den Heizpilzen. Pilz, natürlich. Nein, ich werde nicht zurück in den Markt gehen. Es ist viel zu kalt dort. Ich brauche doch Tränke und Pokebälle. Dann bediene ich einfach selbst und lege das Geld auf den Tresen. Als ob wir das Geld auf den Tresen legen. Hey, ich bin die Arena-Tarin. Im Moment kann ich leider nicht gegen dich kämpfen. Wie bitte? Du bist die Arena-Tarin. Aber du bist doch noch ein Kind. Man darf doch erst mit 10 alleine in die Welt reisen. Bis dahin muss ich hier in der Siedlung bleiben und die Arena-Tarin spielen. Okay, dann lass uns kämpfen. Ich sagte doch schon, das ist im Moment nicht möglich. Es ist viel zu kalt. Wir sind auf dem Gipfel eines Berges. Was erwartest du? Siehst du diese Säulen hier? Um sie herum ist es richtig warm. Sogar diese tropischen Pflanzen wachsen hier. Leider hat die wärmende Wirkung nachgelassen. Früher war die ganze Siedlung richtig angenehm warm. Jetzt nur noch um die Säulen herum. Geh doch bitte in die Höhlen und such nach dem Grund. Wenn du die Wärmefunktion hergestellt hast, können wir gerne kämpfen. Hier, das wird dir helfen. Vor allem Zertrümmerer. Yay! Jetzt können wir an dem Busch vorbei. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, ob ich dir helfen möchte. Egal, das habe ich jetzt beschlossen. Hilfst du uns, Punkt. Allein dafür sollte ich den Ohren bekommen. Das hättest du wohl gerne, was? Tür ist verschlossen, natürlich. Oha, hier ist jemand. Ist das hier kalt? Ich könnte ja zu den warmen Säulen gehen, aber ich spiele lieber weiter Pokémon. Boah, du bist so ein Freak. Du bist ja fast so schlimm wie... Zwergi besitzt auch noch nur am PC und spielt Feuergrün. Da stand gerade mein Name. Ich werde es verpixeln müssen. Ich spiele Gamecube und nicht PC. Das ist ein Unterschied. Nein, ist es nicht. Es nimmt aus den Dokumenten aus dem PC. Nein, ist es nicht. Ich meine, so ist es auch nicht. Ich meine, jetzt will man den nicht schon kennen, aber trotzdem. Mein Name. Bei Pokémon Center, da waren wir schon. Das Gym ist abgeschlossen. Kann nicht trainieren gehen. Keine zu Hause. Hier sind noch ein paar Leute zum Reden. Sag mal, an was erinnerst du dich? An was erinnert dich diese Säule? An einen Felsen. Felsen nennt ihr das also heute? Die Jugend hat immer so schöne Umschreibungen dafür. Oh Mann. Wofür? Na, du weißt schon, Zeremonienstab und so. Ich weiß echt nicht, was sie meinen. Aber natürlich nicht, hihi. Die alte Omi ist versauter als jedes 13-jähriges Kind. Entschuldige meine Großmutter, sie scheint nie aus der Pubertät gekommen zu sein. Ja, ich merke schon. Und hier ist der Markt. Dann können wir ein paar Sachen klauen. Oder auch nicht. Sie sagt, ich darf mir was mitnehmen. Tja, dann wohl nicht.
Ja, dann gehen wir mal dem Hitzeproblem auf die Spuren gehen. Hier kamen wir doch her. Das war der Stein, den wir zu tun machen können. Aber hast du denn auch schon. Ah, jetzt besicht die VM zertrümmer. Hast du denn auch schon zwei Orden? Die benötigst du, um die Attacke außerhalb des Kampfes einzusetzen? Nein, habe ich nicht, aber ich kann auch Zerschneider und Surfer ohne Orden benutzen. Boah, du verdammter Cheater. Los, hol dir die zwei Orden und lass dich nicht mich dich zertrümmern. Ey. Das werden wir doch mal sehen. Zertrümmerer, wer kann das lernen? Du Mann da bestimmt. Man dann der Zertrümmerer. Tja, nun. Jetzt gehen wir zurück zum Gipfel und sagen, dass wir zwei Ohren brauchen. Dieses Hin- und Hergerenne hier. Konntest leider nicht machen, ich musste sagen. Ich brauche erst zwei Ohren. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, ob ich dir helfen möchte. Und du? Was machen wir jetzt ohne die zwei Ohren? Tja. Du musst wohl woanders hin. Da kann man nicht weiter. Okay, den Ohren können wir nicht kriegen. Wo ist der nächste mögliche Ohren? Und wie kommen wir da hin? Vielleicht gucken wir uns hier irgendwo bei einer. Ob es eine Arena gibt. In jeder größeren Stadt muss es doch eine Arena geben. Und drei Arenen soll es ja hier geben, also. Ist eine Arena. Hey, eigentlich sollte ich dir Tipps geben. Ich weiß selbst nicht, wie man hier weiterkommt. Ah, okay, wir müssen jetzt zwei Ohren kriegen und dann können wir wieder zu diesem Stein hin und können wir den Zeitraum machen. Okay. Tun wir das. Dürfte ja nicht zu schwer sein. Gehen wir mal wieder hier. Okay, dann haben wir Schalt geöffnet. Nächstes ist in der Arena keine wilden Worden. Genau. Wild Pokémon. Hätte es nicht getan. Hm.
Was ist jetzt passiert? Hier kommen wir immer noch nicht weiter. Ah doch. Da wurde was umgeschaltet. Okay. Das war einfach. Dann können wir wieder raus. Sehr schön. Merkwürdig. Wo ist denn der Arenaleiter? Ah, da kommt er. Sieh meine an, du hast das Rätsel gelöst. Ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft. Und das, obwohl ich der Arenaleiter bin. Mal sehen, ob wir im Kampf genauso gut, ob du im Kampf genauso gut bist. Streber schickt Wiesenor in den Kampf. Aha. Der Arenaleiter kommt nicht in seine in Arena. Sehr schön. So, dann komm. Level 28, bitte dich. Die fliegen wir doch weg. Ja, aber gleich. Noch nie leichtere Pokémon Arena-Kämpfe gehabt. Bin optimistisch, was die Top 4 angeht. Ein Wieso. Oh nein, er hat es ausgehalten. Er setzt einmal was ein. Immer Wasser setzt da nicht ein. Setzt einmal etwas ein. Hältst du dich jetzt auch noch für stark? Was? Hier den Ohren, Angeber. So, hier hält den Schwammohren. So, wir gingen jetzt noch einmal dieses Rätsel. Okay, den ersten Ohren haben wir. Na dann. Weiter geht's. Fliegen wir zum nächsten Orden. Wo könnte der sein? Möglicherweise ein Zebra City. Okay, was haben wir hier? Schild. Das ist wieder eine Hafenstadt. Ich weiß nicht, waren wir hier schon mal? Und hier ist das Gym. Nice. Hahaha, die Arena ist doch ist an einem schuld. Und Ikea hat die Pyramiden gebaut. Ich hab's gesehen. Und Gott ist ein Carpador. Wir sind alle verdammt. Hahaha. Oh Mann, was ist das wieder für ein Lärm hier draußen? War das schon wieder unser Professor? Entschuldige ihn. Er war früher ein sehr intelligenter Mensch. Angeblich hat er eine Zeitreise gemacht und seitdem ist er völlig irre. Wenn er hier so ohne Aufsicht umläuft, kann das gefährlich werden. Such doch bitte nach ihm und bring ihn zurück. Danach können wir kämpfen, wenn du willst. Ah, okay. Das ist also Mistys Arena. Du hast Tipps? Wir versuchen nur die Schalter erst links und rechts zu aktivieren. Okay, wir bringen erstmal den zurück. Erst links und rechts müssen wir aktivieren. Wo ist er denn hin? In die Höhle? Die Tore heilen. Natürlich ist er da rein. Jetzt wir müssen ihn jetzt im Tor reinholen. Na toll. Zum Glück gibt es keine Wild-Pokémon. Ist ja leicht, dass das Ganze.
Das ist wieder Treppe hoch. Okay, wir haben einen Professor wieder zu finden. Ist der bei der alten Villa vielleicht? Jetzt wieder das Pac-Man-Spiel. Das würde ich doch damals gefangen. Kurz mal eine Runde Pac-Man. Verdammt! Bin eigentlich nicht schlecht in Pac-Man. Wir haben das auch, glaube ich, schon mal gewonnen hier im Let's Play. Oh nein! Ich hab verloren. Okay, hier ist der Professor nicht. Oh, hier waren wir noch nicht. Oh! Das ist der Professor. Hab ihn gefunden. Es muss nur noch hinkommen. Gefunden. Sieh nur ein Gott-Pokémon. Das ist nicht Arceus, das ist ein Carpador. Nein, die Art, wie es sich bewegt, dieses hilflose Auf und Ab. Es ist so grazil und göttlich. Carpador ist das Gott-Pokémon, definitiv. Ja, ist schon recht. Was war das? Nein, mein Carpador. Wow, das nenne ich mal ein Good Pokémon. Mein Name ist Carpador, jetzt muss ich ein neues suchen. Nee, du kommst erstmal mit zur Arena, Letteron. Nein, nicht zu ihr, sie ist böse. Sie mag keine Carpadors, nur Garados. Muss ich dich dazu zwingen? Du kriegst mich nie. Wie willst du denn entkommen? Das hier ist dein Sackgasse. Ich drehe die Zeit zurück, so dass die Meteoriten nicht hinunterfallen, sondern nur noch fliegen. Und was? Bei der Macht des Carpadors. Was zum? Naja, der ist wohl fürs Erste weg. Dann gehe ich mal zurück zur Arena oder so. City. Versuch's nur, die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Ganz links. Okay, aber ganz rechts kann man gar nicht hin. Die Camper sind zurück. Gib mir dein, gib mir der AWP. Okay. Wo ist Dodok? Sind doch nach wie vor kein Spiel, keine Schwierigkeit. Den kriegen wir gleich. Haben wir so gut wie eine
der Tasche. Und gleich ein neues Level. Nach dem Kampf. Easy. Level 48. Zuki. Juckt mich gar nicht. Trainer besiegt. Das war reines Glück. Hätte das nicht getan. Ja gut, zu dem richtigen Schritt komme ich halt nicht hin. Guter Tipp. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Kleinstein wie ein kleiner Stein klingt? Wow. Genius. Man schickt Gio in den Kampf. Das ist effektiv. Das sind keine kleinen Steine, das sind große Steine. Sehr große Steine. Jo, was? Das ist ein noch größerer Stein. Der versinkt. Das ist wieder ein Giro. Das sind Felsen. Was das zu bedeuten hat? Nö. Was? Dann versuche nur die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Ganz links und ganz rechts. Links. Ganz rechts. Was ist gerade passiert? Verstehe nicht. Aha. Bin zu blöd dafür. Wir hatten schon mal alle offen hier. Schalter ganz links, vielleicht hier. Verstehe ich nicht.
zu blöd für. Begreife ich dich. Versuche nur die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Links. Meine komplette Lösung. Hilfe. Also in dem Video geht das so, dass die Beine oben sein müssen. Oh, ja, hier, jetzt ist offen. Warum auch immer. Hey, Misty. Hast du Professor Palm schon gefunden? Ja, aber er ist davon geflogen. Davon geflogen? Wie soll das denn bitte gehen? Ich hab's selbst nicht ganz verstanden. Ah ja, na gut. Solange er nicht irgendwo in der Stadt sein Wissen treibt, soll es mir recht sein. Können wir jetzt endlich kämpfen? Aber natürlich, mal sehen, wie lange das du durchhältst. Ich habe ein extrem seltenes Pokémon aus dem Silberwald. Okay. Das ist nicht mehr ganz in Form, aber kriegen wir schon hin. Schneepika, Surfer. Schmelz. Rotskaudos. Schädelbummer. Oha, zählt aus. Ein Angriff fällt aus. Celebri. Das Ding aus dem Wald. Tod wurde verwirrt. Und da ist er hin. Das Gammon ist voll bis zu. Oh. Silbers Überreste. Oh nein. Verwirrung selbst verletzt. Die wurde verwirrt. Nein. Verwesen langsam. Oh nein. Die Verwirrung selbst verletzt. Vergiftung Schaden, Schutter. Mit was? Und bitte was? Taubsi. Fliegen. Wie soll das jetzt gehen? Wenn wir jetzt Gegengift hätten oder so? Oder vergiftet. Das ist ja sehr gut, sehr toll. Wait, wir haben genau nicht wirklich angegriffen. Also irgendwie schon, aber nicht verwirrend. Übertankt. Auf Totok. Windstoß. Ist nicht mehr verwirrt. Da
Das wird ja hart. Du wurde vergiftet. Geht doch. Es war hart. Wieso? Wieso konntest du den so einfach besiegen? Naja, es war schon tot, von daher. Tot? Wie meinst du das? Du hast mit einer Leiche gekämpft. Oh, okay. Das erklärt so einiges. Krieg ich jetzt meinen Orden? Tja, stimmt, hier bitte sehr. Wer ist denn Leichenorden? What the fuck? Viel Erfolg noch auf deiner Reise. Team vergiftet. Muss schnell heilen gehen.